So. Millimeter zu Diensten. Schieb verdammt nochmal! Ich hätte mir gerade beinahe einen Gehörschaden geholt, weil meine Kopfhörer auf voller Lautstärke waren, als ich sie aufgesetzt hatte. Hatte ich ganz vergessen. Raus hier! Zuhören, Gruppe. Wenn wir Erstmal damit das fertig sind, ist reparieren. es wie neu. Und ich habe jetzt mich dazu entschlossen, auf die Sherman-Panzer umzusteigen, anstatt den Jagdpanzern, weil die halt eine bessere Panzerung haben. Geben Sie mir einen Schraubenschlüssel und eine Knarre. Der Rest Reparaturen werden eingeleitet. Ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar neue Panzer. Aktuell könnte ich mir gerade mal einen leisten. Der Vorteil ist auch, wenn ich jetzt einen Panther mit Schirmpanzern umstelle, Pioniere bereit für die Schlacht. Ja, also wenn ich vier gegen so einen verwende, dann kann ich den wirklich von allen Seiten abschießen. Gerade die hintere Panzerung ist ja am schwächsten. Gruppe, verstanden. Noch besser wäre natürlich ein Pershing-Panzer. Aber den kann ich mir nicht leisten. Oh oh. Es wird Zeit, dass einige Millimeter zu dir angegriffen. Bringen wir das Ding in Bewegung, Männer. Beeilt euch. Oh Gott, noch einer. Sie greifen eine unserer vorgelagerten Stellungen an und wollen sie erobern. Panzerabwehrmannschaft bereit. Treffer. Ziel Einheit ausgeschaltet. Sherman erwartet Befehle. Bestätigt. Reparaturen abgeschlossen, Sir. Sehr schön. Gruppe bereit. Besetzt den Laden. Sergeant, sehen Sie zu, dass ein MG auf dieser Blechbüchse hier montiert wird. Es wird Zeit, dass wir die Crowds in Stücke schießen. Der trifft ihn nicht mal, der schießt gegen die Mauer. Aber der ist gleich Schrott. Eine der gesicherten Sektoren wird angegriffen. Rücke ab. Der kann sich nicht verstecken. Vorrücken. Hm, kann er doch. Raus hier! Pioniere kampfbereit! Kümmert euch darum. Sind einsatzbereit. Du bleibst mal noch hier hinten, sicherheitshalber. Ich dachte, die wären fertig. Nun gut, da baue ich mir jetzt doch nochmal sicherheitshalber zwei Panzer für meine Jagdeinheit. Obwohl, da ich ja noch so einen habe, dürfte eigentlich noch ein zusätzlicher Sherman reichen. Und den hier behalte ich mal hier hinten, falls der Feind wieder mit Fahrzeugen angreifen sollte. Was jetzt? Sagen Sie uns einfach nur, wo es lang geht. Kannst du hier hinfahren? Ich brauche nur ein Gewehr, eine Kugel und eine Straßenkarte von der Kavallerie nicht nach Europa gekommen. Ich darf nur noch maximal vier Panzer verlieren. Panzer bereit, dem Gegner den Hintern zu treten. Ist natürlich die Frage, wo kann sich, naja, in den Ruinen. Hier in einer von den Hallen könnte sich ein Panther verstecken. Schwerer Panzer hier. Im Grunde eigentlich alles, was hier steht. Roger. Einfach mal eine Gruppe. Es kann losgehen. So. Dann rücke ich mal auf diese Stellung hier vor. Hier ist noch nichts zu sehen. Gib mal ein bisschen Gas, Danny. Ein Scharfschütze. Ah, der ist kein Problem. Feuere Waffen ab. Gegen Infanterie wäre der ein Problem.
ausgeschaltet. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Vorwärts, Jungs. Der Angriff wird aber vermutlich nicht unbeantwortet bleiben vom Feind. Und wie wir das einnehmen werden. 57 mm zu Diensten. Strengt euch gefälligst an! Es wird Zeit, dass wir den Deutschen eine Lektion erteilen. Bereit für den Kampfeinsatz! Was macht denn der? Irgendwelche Verbesserungen, die ich noch einrichten kann? Nee, aber ich hole mir mal noch einen Scharfschützen. Mit dem werde ich mal ein bisschen unbeobachtet hier durch die Gegend schleichen. Vielleicht finde ich noch zufällig einen Panther. Noch eine Idee wäre natürlich, wenn ich einfach mal ein paar Minen verlege um mein Hauptquartier. Hier hinten ist ein Flugplatz. Die Zielposition ist gesichert. Vielleicht sollten wir uns hier eingraben. Es wird Zeit, einige Crowds umzulegen. Ist das nicht eher was für Pioniere? Alles repariert. Wir sind fertig. Der hatte nichts abgekriegt. Der auch nicht. Wir setzen uns fürs Erste hier fest. Scharfschütze meldet Einsatzbereitschaft. So, fertig. Der Crowd ist hinüber. Die Konstruktion ist abgeschlossen. Begib dich mal hierhin. Zeig nochmal, was hier so in der Gegend rumfleucht. Ja, ich gehe. Zwei Punkte. Ich würde eigentlich nur ungern jetzt irgendwie großartig vorrücken. Hat hier jemand die Kavallerie gerufen? Aber was ich machen muss, muss ich machen. Ja, ja, in Bewegung. Ich hoffe nur, dass der Feind hier nicht irgendwie noch... Also was ich hoffe, ist, dass der Feind hier keine Produktionsstätten hat. Werde beschossen. Ja, na, ganz toll. Jungs, die Streifen habt ihr euch verdient. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Ich brauche nur ein Gewehr, eine Kugel und eine Straßenkarte von Berlin. Der hat was abbekommen, der Rest ist noch ganz. Hast du was gefunden? Bereit, meine Arbeit zu machen. Scharfschütze wechselt Position. Was sehen? Oh, ein MG. Das zeigt genau in die Richtung, wo der jetzt hingeht, wenn ich mich von hier hinten anschleichen würde. Mist. Waffe gesichert. Ich habe ganz vergessen, dem zu sagen, dass er nicht schießen soll. Na, was soll's, habt einen Spaß. Okay. So. Ja, in Bewegung. Da hier keine Gebäude sind, wird hier auch ein Panzer sein. Aber wenigstens kein Scharfschütze. Man sieht ja eigentlich, das ist eigentlich die perfekte Falle hier. Ich sollte mich in Bewegung setzen. Ja, man sieht es, es ist wirklich eine Falle. Nicht schießen, verstanden? Wenn... Sie greifen eine unserer vorgelagerten Stellungen an und wollen sie erobern. Das können sie jetzt von mir aus ruhig zerstören, wegen der Truppe. Werde ich jetzt hier nicht extra nochmal hier mit meinen Panzern zurückkommen. Eine der gesicherten Sektoren wird angegriffen. Wo werden wir gebraucht? Ich suche schließlich die Panzer. Und wie wir das Scharfschütze? Der Feind hat unsere Nachschubwege durchbrochen. Wenn ich den jetzt kille, dann greift der Panzer an, das weiß ich. Sie greifen eine unserer vorgelagerten Stellungen an und wollen sie erobern. Allzeit bereit. Ich werde die aber nicht reparieren. Ich will, dass dieser Blechklumpen in Bewegung gesetzt wird. Eine der gesicherten Sektoren wird angegriffen. Nicht mehr lange. Panzer ist schon unterwegs. Ich könnte natürlich noch viel mehr bauen, aber... Sie klar, greifen warum eine nicht? Unserer vorgelagerten Stellungen an und wollen sie erobern. Aber zur Verteidigung. Zielobjekt gesichert. Schützengruppe sichert Bereich. Hier spricht die Kavallerie. Solange wir diese Dinger nicht einnehmen, macht mir das jetzt wir nichts aus. Wir verlieren einen Treibstoffsektor.
Ja, so viel dazu. Schieß drauf! Dann werde ich jetzt über die Karte verteilt noch ein paar Sherman-Panzer verteilen. Sagen Sie uns einfach nur, wo es lang geht. Es wird Zeit, dass wir den Deutschen eine Lektion erteilen. Erinnert mich an die Autowerkstatt bei uns zu Hause. Vollgetankt und starr einsatzbereit. Ach, einfach. Jetzt ist das abgeschnitten. Folgen. Die Pioniere sind bereit für den Kampf. Bewegung! Ja, hier Panzer! Ich sagte, vorrücken! Nee, in der Halle mit Sicherheit nicht. Hier wird sich doch mit Sicherheit irgendwo noch ein Panther verstecken. Oh. Immerhin. Panzerabwehrkommando gesichtet. Ihr Panzer! Stehe unter Panzer! Feindliche Einheit ausgeschaltet. Verdammt! Nun, MG. Aber hier kommt was. Ah. Schwerer Beschuss durch einen Panther! Wo? Ziel vernichtet! Feindliche Infanterie ausgeschaltet! Kavallerie bereit! Hier ist ein Panther. Du fährst hier hin. Du fährst hier hin. Du fährst hier hin. Wo? Oh. Oh, so Mist. Drei. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Wir drücken uns auf die Prinsektor. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Der Feind hat Panzer wurde zerstört. Du bist auch gleich tot. Mach dich vom Acker, bevor die Goliaths in die Luft fliegen. Abflug. Verdammt, das ist zerstört. Habt den Captain gehört. Werft mehr M10 in die Schlacht. Bereit für den Job. Greife Ziel an. Was zum... Panzerabwehr bereit. Verdammt, bewegt euch. Das habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Der Feind drückt uns auf die Pelle. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Das merke ich. Sherman erwartet Befehl, sagte. Vorrücken. Du greifst den an. Wie den. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Ich hab die jetzt irgendwie gar nicht erwartet. Sherman, schieß drauf! Das war aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Noch. Der Stützpunkt wird beschossen. Einer von euch wagt es, mir eine Störung zu melden. Ruf die M10. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Die brauche ich doch nicht. Das ist voll alles. Ich bräuchte theoretisch wieder welche für die Panzerabwehr. Reparaturen im Feld verfügbar. Sherman erwartet Befehle. Panzerfahrzeug ist einsatzbereit. Sherman, eine der gesicherten Sektoren wird angegriffen. Na, noch so ein Teil. Sie greifen eine unserer vorgelagerten Stellungen an und wollen sie erobern. Vielleicht nicht mehr. Selbst wenn wir das Ding zerstören. Sehen Sie zu, dass ein MG auf dieser Blechbüchse hier montiert. Wir brauchen die M10 an der Front. Sofort! Ihr könnt stolz auf euch sein. Dafür werdet ihr befördert. Verdammter Mist! In Bewegung! Ich muss nachladen. Dafür bräuchten die einen Panther. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Gut, wir sind schon wieder zurück und reparieren. Panzerabwehrtrupp wurde ausgeschaltet. Die Kavallerie betritt das Schlachtfeld. Ihr könnt jetzt nachrücken. Bewegung, Männer. Denkt an die Abstände. Du bleibst hier. Ruf die M10! Das kannst du mir so oft sagen, wie du willst. Ich werde keine M10-Panzer besorgen. Mist. Die haben eine viel zu schwache Panzerung.
Also habe ich schon fast die Hälfte von den Panthern zerstört. Pioniere bereit für die Schlacht. Ach, der hat nichts. Der auch nicht gut. Der in 10 hat alles abgekriegt. Jagen wir den Deutschen die Zielposition ab. Die könnten theoretisch die Kanone übernehmen. Aber dann habe ich... Na, vergiss es. Ja, dann hätte ich eigentlich gedacht, ich hätte keine Pioniere mehr zum Reparieren, aber das hat sich jetzt erledigt. Bereit meine Arbeit. Ihr habt den Captain gehört. Werft mehr M10 in die Schlacht. Ich kann gerne versuchen, einen zu produzieren, aber das wird nicht bringen. Die Pioniere sind bereit für den Kampf. Was jetzt? Waffe besetzen. Ja, hier Pioniere. Reparaturen abgeschlossen. Verstanden. Zielobjekt gesichert. Schützengruppe sichert Bereich. Achtung! Voll repariert. Ich glaube, die drei Stück dürften doch reichen. Von beiden, also Front meiden. Links und rechts und hinten von den Seiten kann man den am besten beschießen. Hier ist die Kavallerie. Es kann losgehen. Hatte ich den nicht vorher im Besitz? Hm, gar nicht gemerkt. Meine Koordinaten. Ihr repariert das noch und dann geht ihr schnell nochmal diese Position einnehmen. Reparaturen abgeschlossen. Jagen wir den Deutschen die Ziele. Fest steht aber, dass ich die drei Schirmenpanzer an meiner Basis nicht zum Angreifen verwenden werde. Ist mir zu unsicher. Man hat ja gesehen, was ich hier jetzt schon für Angriffe erleidet habe. Aber ich könnte den jetzt von hinten angreifen. Panzerfahrzeug bereit für den Einsatz, haben sie gesagt. Wieso habe ich das Gefühl, dass hier ein Panther steht? Mach einfach. Werde beschossen. Naja, es ist ein Hauptquartier, sagen wir es mal eher so. Oh, Mörser. Ja gut, die machen so wenig Schaden gegen Panzer. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Noch ein MG. Ihr seid die Elite unserer Panzerverbände. Schwerer Panzer hier. Wir machen den Gefechtsbereich. Gefechtsbereich macht 10 Stücke. Das wird eingenommen. Hoch mit euch faulen Säcken. Oh, was ist das denn? Flächenbombardement von außerhalb der Karte. Zumindest. So, das Hauptquartier ist schon mal Schrott. Und jetzt geht erstmal der Mörser aus dem Weg. Oder so. Einfach mal drauf schießen. So. Jetzt habe ich erstmal wieder meine Ruhe. Es wird Zeit, dass wir den Deutschen eine Lektion erteilen. Er geht wieder zurück. Das muss repariert werden. Nehme Schaden. Na, was soll schon MG ausrichten? Bestätige. Ja gut, gegen meine Infanterie kann er natürlich ein bisschen was ausrichten. Haltet eure Verlangen schon vor uns! Wir sind festgenagelt! Liegen unter schwerem Beschuss! Können nicht weiter vorrücken! Wechselstellung! Ich versuche jetzt erstmal hier eine Linie quer über die Karte zu ziehen. Da! Oh, falsches Gebäude. Wir werden angegriffen! Oh
MG. Und der Panzer, den interessiert es nicht. Hui. Feindliche Einheit ausgeschaltet. So, dann beschießt den mal von hinten. Du kannst dann den Scharfschützen erledigen. Er wird mich nicht mal bemerken. Panzerfahrzeug greift als feindliche Panzer an. Wir sind fertig. Sie nehmen eine unserer Positionen ein. Schon wieder. Wir bekommen unsere Streifen. Schwere Kavallerie. Zielobjekt gesichert. Schützengruppe sichert bereit. Rücke vor. Habe alles. Komme aus der Deckung. Scharfschütze beginnt mit Eroberung. Schwerer Panzer hier. Mach einfach. Es wird Zeit, einige Crowds umzulegen. Hier unten wird mit Sicherheit noch mindestens einer von den Panthern hocken. Vielleicht sogar zwei. Kontakt! Es nähert sich ein Panther! Natürlich. Durch ihre vordere Panzerung kommen wir nicht durch. Wir müssen die Panther flankieren. Wir werden von den Crowds aufs Korn genommen. Sir, ja, Sir. Haftladungen! Zündet die Lunten an! Feindliche Einheit ausgeschaltet. Tschüssi. Nur noch ein qualmendes Wrack. Auf Automatik schalten! Wir müssen aus! Wir werden ganz schön dumm aus der Wäsche gucken. Sir, ja, und Sir! Und wie wir das einnehmen werden. Du nicht. Hau den verdammten Skarmschauen, die fliehen.